Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen, knackigen Tutorial von mir. Und zwar möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie man Easy Camps macht, ohne dabei Damage zu kriegen. Ja, ich weiß, für viele von euch wird das schon bekannt sein, aber gerade für Anfänger oder Leute, die noch nicht so geübt in Heroes of the Storm sind, ist das eventuell was Neues und das sollte jeder wissen und deswegen, ja, zeige ich euch das mal kurz. Und zwar habe ich hier einfach mal Lunara genommen. Das funktioniert aber im Prinzip mit jedem Helden. Und ja, ich mache das mal einfach hier. Das Ding ist, ihr seht, wie die zwei Giants ihr Steinchen werfen. Und dabei entsteht so eine kleine. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So eine kleine. Ein kleiner Kreis auf dem Boden. Und ihr müsst einfach die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und dann, wie ihr seht, gut, ich habe jetzt durch die Laberei, dadurch, dass ich jetzt gesprochen habe, nicht so richtig aufgepasst. Aber das kann man durchaus üben und das funktioniert mit jedem Helden. Also im Prinzip auch mit Nahkämpfern. Das muss jetzt kein Fernkampf-Hero sein. Das funktioniert mit jedem. Ist super easy eigentlich. Und wenn man da nicht gerade ein Video macht, wie ich hier und nebenbei noch reden will, dann ist das eigentlich super, super easy. Und auf jeden Fall besser, als wenn ihr einfach stehen bleibt. Das kann ich ja auch mal zu Demonstrationszwecken zeigen. Wenn ihr einfach stehen bleibt, dann kriegt ihr extrem viel Damage von dem Easy Camp. Ist aber auch eigentlich selbsterklärend. Und das ist halt ein Grund, weshalb das jeder machen sollte. Klar, man braucht für das Easy Camp ein bisschen länger. Ist halt so, wenn man es da steppt, dass man da ein bisschen länger braucht für das Camp. Aber es lohnt sich halt, weil man nicht zurückporten muss oder halt den Brunnen hier nicht nehmen muss. Ja, das war's auch schon. Ganz kurzes, knackiges Ding. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's weitergeholfen. Über Feedback freue ich mich immer und bis zum nächsten Mal.